Letzte Station, dritte Stadt. Wir sind jetzt in Halle an der Saale angekommen. Schauen wir mal, was hier geht. Wurde von unseren Lesern zur schlechtesten Stadt gewählt, zur hässlichsten Stadt. Wir wollen jetzt mal sehen, ob die Leute das wirklich denken und wie sich hier so lebt. Macht keinen guten Eindruck auf den ersten Blick. Ich wusste vorher gar nicht, dass es die Stadt gibt. Die Stadt vermarktet sich, finde ich, nicht so optimal. Früher gab es hier große Chemiewerke und deswegen war die Luft sehr stark verschmutzt und Halle war auch nicht renoviert. Aber es hat sich viel seit der Wende viel getan. Hier ist es grün, es gibt die Peißnis, es gibt coole Leute, coole Cafés. Also mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen. Es gibt Probleme finanzieller Art, zum einen im Bereich Theater, Kunst, wo stark abgebaut werden soll. Du hast halt hier auch viel Wegzug, gerade auf dem Land. Das heißt, außerhalb von Halle wird es wieder ziemlich dünne. Ja, das ist Halle Neustadt. Grau, trostlos, verlassen, trist. Genau diese Bilder hattet ihr wahrscheinlich im Kopf, als ihr Halle zu einer der hässlichsten Städte Deutschlands gewählt habt. Aber Halle hat ja ein Glück, noch ein bisschen mehr zu bieten als Platten. Radio Korax ist entstanden, weil Menschen in dieser Stadt das Gefühl hatten, hier fehlt was. In der Berichterstattung, in der Programmlandschaft. Alle Menschen, die hier Programm machen, die machen das, weil sie Lust drauf haben und weil sie was zu erzählen haben. Wir versuchen eben Leute hier auch ins Radio zu holen, die eben nicht so präsent sind. Also sei das nun Menschen mit Handicaps oder seien das auch die Deutsch nicht als Muttersprache haben, die können bei uns Sendung machen. Also das ist dann eben auch ein Prinzip, dass wir versuchen, die ins Radio zu holen. Und das war's heute mit den Mediennachrichten hier bei Radio Korax. Und weiter im Programm. In Halle stehen haufenweise Gebäude leer und wir sind jetzt beim Postkult e.V. und schauen uns mal an, wie sich junge Menschen in Halle in die Städteplanung einbringen. In Halle ist das Ziel, einfach auf einer experimentellen Art und Weise auszuprobieren, wie würden Kinder und Jugendliche Stadtentwicklung betreiben, was haben sie für Ziele, was wollen sie umsetzen, was wollen sie verändern. Dass man an öffentlichen Orten in Halle Fahrradständer platziert, wo dann halt quasi die Leute zum Beispiel über die Gruppe sich Schlüssel ausleihen können, umsonst. Zum Beispiel, dass es halt mehr Proberäume gibt für jugendliche Bands, die eben sich keine 200 Euro oder so im Monat leisten können. Wenn jeder alles ehrenamtlich macht, was ja echt cool ist, wenn Leute was ehrenamtlich machen, stößt man aber halt auch an seine Grenzen, weil man muss ja auch irgendwo von leben und wahrscheinlich noch nebenher studieren oder zur Schule gehen oder was auch immer. Also das wäre was ich mir in Halle wünschen würde, dass auch, auch diese Szene, die durchaus vorhanden ist, vielleicht mehr gefördert wird. Da ist quasi das Problem, dass das Land oder auch die Stadt das Potenzial quasi nicht anerkennt. Und dann gibt es ja auch noch das Bild von Halle als sehr grau und trist. Aber mal schauen, ob das wirklich so ist. Es gibt nämlich ein großes Projekt, das heißt Freiraumgalerie und das beschäftigt sich auch mit Leerstand. Da gehen wir gleich hin. Die Freiraumgalerie ist ein Projekt, was versucht, das Viertel hier dauerhaft positiv zu ändern, das Image quasi ins positive Licht zu rücken, indem wir möglichst alles anmalen, gemeinsam mit möglichst vielen Menschen und das mit Kultur und Kunstpädagogik sozusagen kombinieren. Das Viertel vorher hatte auf jeden Fall einen unglaublich schlechten Ruf. Vor allen Dingen hat es immer mit seinem großen Leerstand zu kämpfen gehabt. Und für uns ist aber Leerstand halt kein Defizit. Wir haben halt ganz klar gesagt, für uns ist der Leerstand ein Potenzial. Er ist nämlich Freiraum. Also die Probleme von den meisten schrumpfenden Städten in Ostdeutschland sind einfach die massive Abwanderung, die nach der Wiedervereinigung kam. Und massive Abwanderung bedeutet nicht nur Leerstand, sondern mit Leerstand bleiben halt die Kosten der Infrastruktur, der Versorgung. Es gibt unglaublich viel Haushaltsdefizite. Wenn sich Halle, und sie sind gerade auf einem guten Weg, dazu entschließt, diese viele überflüssige Stadt einfach ein bisschen freier von der Bevölkerung mitgestalten zu lassen, weniger von auf Wirtschaftswachstum zu hoffen, sondern mehr auf das Engagement der Bevölkerung zu setzen und ihnen zu sagen, wir haben sehr viel Stadt und ihr könnt die nach euren Wünschen mitgestalten und das ist vielleicht, kann das sogar mal nachhaltiger oder lebenswerter sein, als in einer Stadt mit hohem Nutzungsdruck zu leben, wo man ständig verdrängt wird. Wir haben coole Menschen getroffen, schöne Initiativen gesehen, die gezeigt haben, dass man auch aus dem Leerstand in der Stadt noch was rausholen kann.
Unsere drei Reisetage sind zu Ende. Es war eine Wucht. Wir haben so viel gesehen, wir haben so viel erlebt. Vielen Dank an Duisburg, vielen Dank an Heilbronn und vielen Dank an Halle. Wir kommen gerne wieder. Ciao!